So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play BeamG Drive. Ja, ich habe eine etwas andere Einleitung versucht. Sprich, also, jetzt bin ich gerne gleich mit einem Question. Müsst mal kurz in die Kommentare schreiben, bitte, wie ihr das findet. Ob ihr lieber so eine actionreiche Einleitung habt oder erst so normal mit dem GRD und dann mit dem Autos. Ja, wie ihr schon seht, haben wir ein neues Fahrzeug und zwar den Renault 5 Turbo, beziehungsweise Renault 5 Turbo oder Renault 100 Turbo. Gibt es eine Default-Variante? Der Link ist natürlich wie immer unten in der Beschreibung und nie getestet, außer jetzt diesen einen Crash. Das war das allererste, was ich gemacht habe. So, gehen wir mal ein bisschen aufs Model ein. Ich würde sagen, der sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und, so. Wunderbar. Perfekt. Ja, also es sieht auf jeden Fall schon ziemlich schick aus. Innen drin jetzt vielleicht nicht so ganz, aber es ist auch noch eine Beta, also da kann sich noch einiges ändern. Ich denke nicht, dass sich jetzt in Bezug auf die Texturen des Innenraums noch was ändern wird. Aber man kann ja immer positiv überrascht werden, ne? Ja, und es tut mir total leid, dass diese Folge so super spät kommt. Mit über 3 Stunden Verspätung. Das hat aber auch ein paar gute Gründe. Also, um genau zu sein, drei gute Gründe. Ja. Ups, das wollte ich nicht. Nein, oh Gott, wow, das war knapp. Das ist eigentlich auch relativ schnell, ja, 5. Hier. Ja, Grund Nummer 1. Ich hatte heute einen Tandem-Sprung gemacht, wie ich schon auf Twitter und Instagram gepostet habe. Das hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Es war verdammt geil, aus 4 Kilometern halt eben abgesprungen. Leute, falls ihr jemals die Möglichkeit habt, das zu machen, tut es unbedingt. Es ist am ersten Moment mega eklig. Das ist scheiße geil. Also, okay, natürlich jetzt nicht, wenn ihr nicht der Typ seid, der so drauf steht. So zur Erklärung, ich hasse es selbst vom... Ich springe nicht mal von einer im Dings. Nur wenn ich richtig dazu gezwungen werde, springe ich vom einer im Schwimmbad. Ich hasse es einfach. Und jetzt bin ich aus 4 Kilometern gesprungen. Es ist einfach... Das ist cool, glaubt mir. Macht's einfach mal. Also, das ist halt eben ein Tipp. Jedenfalls ist Grund Nummer 1. Grund Nummer 2. Ich habe ein Paket von MSI bekommen. Ein ganz kleines Paket. Da werde ich auch morgen ein Bild zu posten. Oder schreibt einfach mal in die Kommentare, ob jetzt jemand schlecht belichtetes Bild habt. Oder eher morgen eins in guter Qualität. Könnt ihr einfach mal kurz einen Kommentar schreiben. Denn ja, da wird es auch in den nächsten Tagen ein Video drüber geben. Und ja, also das habe ich bekommen. Das habe ich mir erstmal angeguckt und so weiter. Und dann gab es jetzt Grund Nummer 3, war ich noch an einer Konversation mit Leuten von AMD beschäftigt und deswegen, ja, das war auch wichtig, also, tut mir leid, die ganze Verzögerung. Und ja, gut, das war's aber. Jedenfalls, das war's erstmal zu mir und jetzt wollen wir uns natürlich wieder dem Auto widmen, wir wollen ja nicht wieder so komisch haben. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder Propangas nehmen. Wisst ihr was? Wir scheißen mal auf die nächste Folge. Komm mal her, mein Lieber. Bisschen Propangas, wo bist du? Propan, denk. So, und dann schrotten wir mal das Teil mit ein bisschen Gas, ne? Ha, es wird vergast. Ha. Unmoralisch. Ha. Jetzt werde ich verklagt. Nein, nicht wirklich. So, dann wollen wir das mal schön in Slow Motion machen. Mit 60 km/h crashen wir gegen und warum explodiert der Teil nicht? Kriegen wir nicht genug Druck drauf, oder wie? Machen wir mal Handbremse. Okay, die bringt wenig. Da müssen wir das Teil wohl oder übel gegenfetzen. Gegen Sonne. Und es da dann einquetschen. Das wird auf jeden Fall wehtun für beide Seiten. Mal sehen, ob das jetzt zu einer Explosion führt. Oh, ho, ho, ho. Oh ja. Oh. Ah, der war böse. Das muss man ja mal sagen. Der war ziemlich böse. Oh, und da ist gleich noch eine Explosion gewesen. Schaffst du Rückwärtsexplosion zu verursachen? Ja, wenn wir sie treffen würden. Das ist eine Grundvoraussetzung. So, auf jeden Fall nicht. Ach, scheiß drauf, wartet. Wir machen es so. Ah, verdammt, das kann ich wieder nur so machen. Das dürfte viel zu weit weg sein. Oh, nicht explodiert? Was? Jetzt aber, oder? Was? Es hat nur das Teil eingebeult. Was für ein Glückspilz. Schauen wir es nochmal. Oh, das war nicht ganz so getroffen. Ich glaube, das tat weh. Aber es ist nur so eine Schatzung. Ja, was wir mal versuchen müssen. Warte, wo steht das Teil auf? Da. Das Teil. Oh! Oh, das war auch ein bisschen schmerzhaft, glaube ich.
das war leicht hart daneben. Ach so, das Teil zu fangen. Bam, wir haben die Welt gerettet. Wir retten die Welt nochmal. Verdammt. Das war nicht ganz so gut gerettet. Was? War ich nicht. Mann, Gollum. Oh. Ja, der 4 und der 5 sind natürlich beides Leichtgewichte. Da kann man nicht erwarten, dass die so viel aushalten. Aber warum kann ich jetzt hier nicht Slow Motion so? So, jetzt kann ich hier wieder Slow Motion machen. Was wir auf jeden Fall mal kurz machen werden, ist versuchen, den Dings zu fahren, den Looping. Oder einen kleinen Jump-Test kann man ja auch mal machen. Ist ja eigentlich so ein Rallye-Auto, denke ich mir. Ja, das ist locker ein Rallye-Auto. So, 80 km/h. Kommt, 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 kommt. Also übrigens, ja, neben der Frage... Ach so, das Slow-Motion geht nur wieder nicht. Neben der Frage, ich hatte die Frage gestellt, ob es lieber sozusagen ein schlechteres Bild jetzt haben wollt, sozusagen, beziehungsweise gleich, oder lieber ein besseres Bild morgen. Oder beides. Ne, beides nicht. Glaube ich. Mal sehen. Jedenfalls schreibt es einfach in die Kommentare. Was ihr auch in die Kommentare schreiben könnt, ist, dass ich gerade vergessen habe, was ihr in die Kommentare schreiben sollt. Warte, lasst mich kurz überlegen. Genau. Ich habe ein Video von Base Jumping. Ja, Base Jumping, sag mal Base Jumping. Vom Fallschirmsprung. Ihr könnt mal schreiben, ob ich in die Kommentare schreiben, ob ich es denn auf YouTube posten soll. Kann ich dann posten und ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann könnt ihr es vielleicht machen. Da ist die Hitbox ein bisschen falsch. So. Und dann jetzt. Hier schön. Machen wir mal ein bisschen Präzisionsfahren. Das war schon mal sehr knapp. Ich kann bei dem eigentlich bisher zumindest relativ gut einschätzen, was wo ist. Ja, okay, jetzt aber gar nicht mehr knapp. Muss natürlich schon knapp sein. Das war zu knapp. Oh, 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 nein. Das hat man neben. Aha. Wir haben noch nicht hinten in die Wand gecrashed. Lass das Ding ausweichen. Jetzt gucken, wie es sich handelt. Okay, das war jetzt nicht so krass. Ich habe zu spät reagiert, habe eigentlich. Renault 5 Turbo, sprich R5. Ja, innen ist halt eben wirklich nicht so gut, aber das muss man verzeihen. Wie geil, dass da hinten jetzt so ein Schatten ist vom Turbo. Hier. So. 136, leider ohne Slow Motion, da ist ja buggt. Hier geht's. Müssen wir Slow Motion sehen, warte mal. 100 times Slow Motion. Das war 100-fache Slow Motion. Oder? Nee. Das ist 100-fache Slow Motion. Aber gucken wir uns jetzt schön die Explosion mal an. Da kommt sie. Ups. Ja, schon böse. Ah ja. Bom. Genau, könnt ihr mal, was wir auch länger nicht gemacht haben, ist so ein kleinen Handling-Test. Hier unseren guten alten Parcours langfahren. In der Ego-Perspektive. Ich habe auch noch meinen Controller im Notfall griffbereit, falls ich gerade zu unfähig bin, gerade mit der Tastatur hier lang zu fahren. Aber ich bezweifle, dass ich eigentlich eher besser bin mit der Tastatur, zumindest im BMG. Muss dann nochmal neu anfahren. Oh, shit. So viel zum Neuanfahren. Ah, das war irgendwie schmerzhaft. Probieren wir mal mit dem Controller. Da sieht man schon gleich viel besseres, viel smootheres Lenken. Oh, das war jetzt nicht so smooth. Bitch, it was smooth as shit. And my English is pretty good. So shut the fuck auf. Warte. Ein bisschen ins Steuern bringen. Oh shit. Oh, der war aber geil, der Crash eigentlich.
fahren wir mal nur langsam an. Interessant, ich habe das richtig hart durchgedrückt, das Pedal eigentlich, und der fährt nur langsam los. Ist Vollgas. So. So. Oh, macht's hier schön. Jupp. So, dann hier bremsen und wieder rechts rein. Rüber. Muss ich einfach manchmal trauen. Oh, oh. Shit. Oh, das war sehr knapp. Oh, das war zu knapp. Das war viel zu knapp. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Teilen-Button drückt, denn das hilft meinem Channel zu wachsen und das hilft meinem Channel zu wachsen. Jedenfalls, ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG und der Mod ist Download ist natürlich unten in der Beschreibung. Bitte denkt dran, in die Kommentare zu schreiben, was ihr denn so wollt. Sprich, an welche Begrüßung ihr wollt. Sprich, Action oder nicht Action. Dann, ob ihr lieber ein gutes Bild jetzt gleich haben wollt oder ein besseres Bild morgen. Und was ist noch? Ob ihr das Video vom Fallschirmsprung sehen wollt, Tannensprung. Ja, sagt einfach mal, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer GCG und ciao!